Nach 1,5 Jahren Krieg scheint in Kiew das Straßenleben auf den ersten Blick normal. Imbissstuben sind offen, ausländische Besucher willkommen. Aber der Eindruck trügt. Das Geschehen an der Front ist überall präsent. Erst gestern Nacht war Luftalarm. 1,5 Stunden lang mussten alle in den Bunker. In den Luftschutzkeller ist sie diesmal nicht gegangen, sagt die Studentin Victoria. No, I didn't. Why? Ich wusste, ich bin in Gefahr, aber es wird einfach zu viel mit diesem ständigen Luftalarm. Because there are air alarms constantly. Jede Familie hat Männer und Frauen im Krieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Stadt gibt dieses Jahr trotzdem grünes Licht für ein Buchfestival, das Kulturschaffende aus dem ganzen Land nach Kiew bringt. Die Veranstalter haben lange nachgedacht, was sie in diesem zweiten Kriegsjahr tun sollen. Aber dann haben sie sich dafür entschieden und viele, sehr viele Menschen sind gekommen. Es geht um das Thema Krieg und Demokratie im ukrainischen Befreiungskrieg. Mit dabei aus Wien ist das Institut für die Wissenschaften von Menschen und der Falter. Unter den Besuchern Präsident Volodymyr Zelensky. Die Ukraine hat diese Woche vom Westen neue Unterstützung zugesichert bekommen. Aktuell warnt Zelensky vor einem russischen Terrorakt gegen das Atomkraftwerk Saporischschja. Einschüchtern lassen, das dürfen wir nicht. Das würde alles nur viel gefährlicher machen, Zelensky. Was Österreich mehr tun könnte für den Widerstandswillen der Ukraine, will ich wissen. I can only thank to be thankful for European society, just for ordinary people. Ich kann nur sagen, in der europäischen Gesellschaft dankbar. Sie wissen, was ihre Regierung tun kann und in welche Richtung sie etwas langsam geht. Wir dürfen vor Russland keine Angst haben. We have not to be afraid of Russia. It's my recommendation. Zu Gast beim Buchfestival sind Musiker des Philharmonischen Orchesters Mariupol. Das russische Militär hatte Mariupol zerstört und das Theater der Stadt bombardiert, als viele Menschen genau dort Zuflucht suchten. Die Musikgruppe aus Mariupol heißt Renaissance, Wiedergeburt.